Kleinkind. Ja, mein Text hat keine Metaphern. Neulich habe ich mit einem Freund mal wieder Matrix geschaut. Als der Film vorbei war, sagte er zu mir: Oh, der Film, der ist so philosophisch. Ja, stimmt, dachte ich mir. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn wir würden alle in einem Computerspiel leben. Und damit meine ich nicht nur wie die 11 Millionen World of Warcraft-Spieler. Fußnote. Ein kleiner Hinweis. Vielleicht habt ihr es schon bemerkt. In diesem Text werden Grundkenntnisse über Computerspiele vorausgesetzt. Solltet ihr die nicht haben, dann könnt ihr ja auch vielleicht gerade ein Bier trinken gehen oder vielleicht rauchen oder so. Fußnote Ende. Was spricht denn dagegen, das Leben durch ein Computerspiel zu ersetzen? Machen wir doch mal einen Vergleich. Ja, vergleichen wir das Leben mal mit Videospielen. Kurz gesagt, das Leben hat eine super Grafik, aber das Gameplay ist ziemlich scheiße. Irgendwann hat man sich an den netten Effekten, den detaillierten Texturen und den zugegebenermaßen beeindruckenden Überstrahlungseffekten eines Sonnenuntergangs satt gesehen. Die Steuerung ist furchtbar. Die meisten Charaktere, die ich jeden Tag treffe, sind unglaubwürdige Stereotypen. Die Handlung ist vorhersehbar und das Ende der ganzen Story reichlich unbefriedigend. Und vor allem gibt es viel zu wenig Explosionen. Wie sieht denn so ein normaler Tag von uns aus? Wir wachen auf und werden enttäuscht. Wir haben mal wieder keinen Level-Up gemacht, obwohl wir uns letzte Woche beim Sommerschlussverkauf oder vielleicht zu Weihnachten durch tausend von Mobs geprügelt haben. Das elektronische Fiepen ist auch kein Hilferuf in unsere unterirdische Festung, es ist nur ein Wecker. Neben unserem Bett steht keine halbnackte Frau mit viel zu großem Schwert und sagt... und sagt, lass uns Orks töten und danach oben auf dem Berg Astrakad wilden Sex im Mondschein haben. Noch nicht einmal die Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen. Dann könnten wir dem nervigen Nachbarn, der seinen Hip-Hop gerade so laut auftritt, dass wir den Text verstehen, obwohl er im dreckigsten Banlieue-Französisch ist, endlich das Gehirn wegschießen. Trotzdem quälen wir uns jeden Morgen aus dem Bett. Aufs Klo gehen, Zähne putzen, rasieren, duschen, Frühstück. Ich mochte schon Sims nie. Wir sind natürlich wieder zu spät zur Arbeit, Uni oder Schule oder was auch immer. Also los. Ein kleiner Tipp. Man sollte nicht wie bei GTA einfach auf die Kreuzung rennen, den Verkehr blockieren und dem Fahrer des ersten Autos, das einem gefällt, einen verpassen, ihn aus dem Fahrzeug zerren, einsteigen und los und über den früheren Fahrzeugbesitzer drüber fahren. Kurzfristig macht das Spaß, ja. Die Schüsse, die kreischenden Sirenen, die sich mit den Schreien der Menschen und dem Quietschen der Reifen zu fast so etwas wie Musik vermengen. Blaulicht im Rückspiegel, Autolachs, Mündungsfeuer aus Polizeimaschinenpistolen, der Geruch von Schießpulver, verbranntem Gummi und auf dem Asphalt gewinnenden Blutes. Mittelfristig gibt es leider bessere Möglichkeiten, zur Arbeit zu kommen. Und dann halt Arbeit. Muss ja sein. Ist meistens auch nicht so spektakulär, wie man vorher gedacht hat. Also ich zum Beispiel habe mir die Arbeit als Archäologe irgendwie actionreicher vorgestellt. Abends wieder nach Hause, essen, ein paar Stunden vorm Computer sitzen oder lesen oder vielleicht doch den RTL mitten im Leben-Marathon anschauen. Natürlich aus wissenschaftlichen Gründen. Und dann geht's wieder von vorne los. Ständig die gleichen Quests, ohne echte Belohnung. Mir fehlen einfach die Achievements. Wo war denn das Achievement, als ich sprechen gelernt hatte? Oder die ersten Schritte gelaufen bin, als ich zum ersten Mal Sex hatte oder mich an der Uni eingeschrieben hat. Wo war da mein Achievement? Nach dem Abitur habe ich ein Zeugnis bekommen. Aber mal ehrlich, wer war damit zufrieden? Ihr vielleicht? Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Einen neuen Zauberspruch, ein magisches Schwert oder vielleicht ein Reittier oder irgendetwas. Aber nein, es gibt ein Stück Papier und im nächsten Level bleiben sogar die Gegner die gleichen. Ja, haben nur stärkere Werte. Wenn es mehr Achievements gäbe, würden mich die wiederholenden Quests und Arbeiten gar nicht stören. Manchmal muss man halt Gold und Erfahrung farmen gehen. Eine Sache nervt mich aber wirklich. Bugs. Ich fühle mich wie ein Beta-Tester. Immer wieder stoße ich auf Bugs. Ihr kennt ja die Fehlermeldung. Diese Frau ist in ihrem Leben leider nicht verfügbar.
ständigen KI-Aussetzer der NPCs. War der neulich mal bei Lidl einkaufen? Die Kassiererinnen kommen nicht mehr mit den einfachsten Aufgaben zurecht. Von der Deutschen Bahn sollte ich erst gar nicht anfangen. Viel zu lange Ladezeiten und ständig abstürzen. Ding Dong, wir danken für Ihr Verständnis. Also, Gott, wenn du mal einen zweiten Teil machst, ein Universum 2 oder eine Version 1.1, dann mach das nächste Mal einen wichtigen Beta-Test vorher. Ich würde mir auch eine Speicherfunktion wünschen. Der Schwierigkeitsgrad ist zwar die meiste Zeit nicht besonders hoch, Leben ist ziemlich trivial, aber trotzdem, bei einigen Entscheidungen würde mich doch nochmal die andere Möglichkeit interessieren. Leider ist auch die Spielzeit viel zu kurz. Ich hoffe, dass sich der große Game Designer meine Verbesserungsvorschläge und Bug-Reports zu Herzen nimmt und bald einen Patch zum Anbietet. Und ihr könntet alle ein bisschen mehr Sportsgeist beweisen und euer Leben etwas verspielter angehen. Und bitte, bitte, sagt mir, wenn ein Scharfschütze auf A lang steht. Danke.